So, das erste ist geschafft, dieser Dachdings. Ja, scheiße, der ist kaputt gegangen. Das ist mein Dach. So, ich habe die ganze Rinde hier hingeschmissen, aber ich werde erst mal was trinken. Geiles Wasser. Erstmal hier hinten pinkeln, damit Wildschweine, Hirsche und andere Tiere wissen, dass der Natururin da ist. Genau deswegen, genau aus diesem Grund mache ich das. Oder aus keinem anderen. Das ist Reviermarkierung. Guck mal, die Sonne geht langsam runter. Das heißt, bald kommt Dunkle. Und ich habe mir unter meinen verransten Gehirnzellen überlegt, den Dach erst morgen fertig zu stellen und heute unterm freien Himmel zu pennen. Weil bevor ich gestern losgefahren bin, um den richtigen Spot zu finden, ich habe den Spot ja erst heute Nachmittag gefunden, da habe ich nochmal auf die Wetter-App geschaut und da stand irgendwas drauf, dass es von heute auf morgen nicht regnen sollte. Guck mal, hier sind überall diese komischen Raupen hier. Diese hier. Keine Ahnung, was das für eine Raupenart ist. Aber hier sind ganz viele von denen, die hier die ganze Zeit hier runterkommen. Die fallen hier die ganze Zeit vom Kopf drauf irgendwie. Das sind irgendwie irgendwelche Raupen. Und die sind hier irgendwie überall. Leute, nächster Tag ist angebrochen, es ist total kalt. Ich bin die ganze Zeit total am Frieren. Solange ich warte, bis diese versiffte Sonne vernünftig scheint, werde ich hier so ein bisschen das hier fressen. Das schmeckt voll bitter. Diese Kleeblattpapiere, die schmecken extrem süßlich. Die Wolken müssen weg. Ich muss mich aufwärmen. Mir ist immer noch kalt. Und ich will pennen. Ich muss Schlaf nachholen. Ich kann nicht schlafen, wenn mir zu kalt ist. So, ich habe mich jetzt genug aufgewärmt. Und jetzt lege ich mich schon wieder pennen. Für die nächsten 1 bis 2 Stunden. Ein bisschen Schlaf nachholen. So, ich habe jetzt ein bisschen Schlaf nachgeholt. Und jetzt gehe ich Steine kaputt machen. Ich habe gerade nur deswegen Steine kaputt gemacht, damit ich hier so eine Spitzen habe, damit ich das hier als Werkzeug benutzen kann. Und jetzt werde ich erstmal einen Baum essen gehen. Ich habe die Rinde weggemacht mit der zweiten Haut und ich glaube mit der dritten Haut auch. Und die dritte Haut, das kann man fressen. Ich merke, dass das so ein bisschen den Hunger stillt. So ein bisschen, auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Moos gesammelt, den lasse ich jetzt etwas trocknen. Und später, wenn Dämmerung kommt, dann werde ich diesen Moos zu meinem Schlafplatz hinbringen. Erstmal so ein bisschen meinen Kopf waschen. Ich könnte echt so ein Gefäß gebrauchen, wo ich das ganze Wasser ablagern kann, damit ich nicht jedes Mal runter zum Fluss hin muss, um das so mit der Hand zu trinken. Aber ich habe wirklich keine Idee, wie man aus Naturmaterialien ein Gefäß baut. Deswegen werde ich wahrscheinlich die ganzen 7 Tage immer so trinken. Jedes Mal was Neues. Es war wieder Fresspause. Ich habe hier drunter Moos hingelegt, damit ich viel, viel angenehmer pennen kann. Im Gegensatz zur letzten Nacht. Aber es fühlt sich auf jeden Fall viel angenehmer an. So, das hier, das steht hier für 2 Tage. Und da ganz hinten im Wald, da höre ich so richtig, richtig düstere Geräusche. So als ob irgendwie 2 Elche oder 2 Bären oder so miteinander kämpfen tun. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es hier Elche oder Bären gibt. Deswegen tippe ich auf, vielleicht auf Hirsche oder sowas. Prüfen, ob diese Tiere, die diese Geräusche verursachten, herkommen. Und vielleicht mal eine Stirn lecken oder so. Währenddessen ich schlafe. Nächster Tag beginnt. Und das war schon wieder richtig unangenehm kalt gewesen. Oh Scheiße, jetzt regnet es ganz plötzlich in Strömen. Und ich bekomme hier einzelne Tropfen ab. Das ist richtig scheiße. Und eben gerade hat es auch sogar gedonnert, bevor ich Aufnahmeknopf. Ja genau,
Hier. Widerlich, dass es jetzt regnet. Es ist zwar kein Festmahlsessen, aber das stillt auf jeden Fall den Hunger. Kann ich für so eine Situation auf jeden Fall mega empfehlen. Genau, nur dieses Weiße hier rausziehen und das hier essen. Ich habe hier Blaubeeren gefunden. Ich werde den ganzen Busch jetzt fressen. Ich habe neues Fressen gefunden. Von diesem Tannenbaum. Diese kleinen Knospen. Und guck mal, wir haben richtige Luftfeuchtigkeit. Seht ihr das? Diese ganze Luftfeuchtigkeit, die hier durchgeht. Das macht hier den ganzen getrockneten Gras hier ganz feucht. Und das heißt, das wird dann noch kälter. Tag 4 ist angebrochen. Es ist zwar hell geworden, aber es ist immer noch total unangenehm kalt. Hier ist überall Nebel und Luftfeuchtigkeit. Da ist hier alles nass. Also dieser Regen und diese Kälte und dieser Nebel, diese Luftfeuchtigkeit. Das macht total energielos. Ich habe richtig keinen Bock drauf aufzustehen. Und mir ist eben gerade eine richtig widerliche Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar, hier vorne ist eine Zecke. Ich muss diese Zecke entfernen. Jupp. Genau, hier vorne ist die Zecke. Prüfen, ob ich bald Borreliose aus meinem Körper rausspritzen kann, um andere zu ärgern. So, ich habe mein Dach erweitert. Und den gesamten Tag über hat da oben keine Sonne geschienen, sondern es war die ganze Zeit richtig bedeckt. Guck mal, langsam ist es dunkler geworden. Und wisst ihr, was mir auffällt? Wenn ich atme, dann kommt Dampf raus. Das heißt, heute Nacht wird das noch unangenehmer sein, was die Kälte betrifft, glaube ich. Tag 5 ist angebrochen. Und Leute, ich habe heute schon wieder so richtig beschissen geschlafen. Erstmal die Kälte, die mich gar nicht schlafen gelassen hat. Also ich habe teilweise habe ich sogar gezittert vor Kälte. Und dann auch noch diese kleinen Tiere. Diese ganzen Raupen und Spinnen, die sind die ganze Zeit über mein Bein und über mein Gesicht geklettert. Also wenn ich einen Gegenstand mitgenommen hätte, dann wäre es in diesem Fall auf jeden Fall ein Schlafsack. Weil es macht keinen Spaß, die ganze Nacht lang zu frieren, nicht schlafen zu können und bis zum nächsten Morgen, wenn es hell wird, warten zu müssen, damit man schlafen kann, wenn es ein paar Grad wärmer wird. Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn es so langsam hell wird. Guck mal, da ganz hinten an diesen Hügel, da höre ich gerade Wildschweingeräusche. Aber die sind ein bisschen zu weit weg. Genau, die höre ich nur extrem leise, kann man auf der Kamera nicht auffangen. Die hier, die sind giftig. 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 Die hier, die sind nicht giftig. Ein bisschen Armbrot fressen. Ohne den würde ich die ganze Zeit hungern. Aber der hier, der sättigt auf jeden Fall. Mir ist so richtig kalt. Ich bin die gesamte Nacht lang am Frieren. Ich habe kein einziges Auge zugedrückt. Weil ich habe die gesamte Nacht lang gefroren und gezittert. Ich konnte kein Stück schlafen. Das ging gar nicht klar. Ich glaube, das war bisher die kälteste Nacht. Es war richtig widerlich. Ich bin froh, wenn die Nacht zu Ende geht. Endlich ist es soweit. Die Sonne ist endlich mal zum ersten Mal vernünftig draußen. Nach so vielen Stunden warten, weil in der letzten Nacht und heute nicht geregnet hat, gehe ich davon aus, dass dieses getrocknete Gras jetzt trockener ist. Das heißt, ich werde davon noch viel mehr aufsammeln. So, das reicht erstmal. Weil guck mal, mir fehlen die Kohlenhydrate. Ich fühle mich irgendwie so, als ob ich vielleicht nur 10% Power habe. Ich komme extrem schnell aus der Puste und sowas. Das nervt. Mir fehlen die Kohlenhydrate. Übermorgen gibt's Kohlenhydrate. Und Proteine. Zum Fressen. Warm. Guck mal, die Sonne geht immer weiter runter. Und ich merke schon wieder, dass es Minute für Minute immer kälter wird. Ich freue mich schon wieder nicht auf die Nacht. Hier vorne sind ganz viele von genau diesen Spinnen. Und diese Dinger hier... Die belästigen mich immer noch. Die belästigen mich wirklich jede Nacht. Und guck mal, hier vorne hängt noch eins.
Tag 7 ist angebrochen und heute war die erste Nacht gewesen, wo mich diese ganzen Insekten, die über meinen nackten Beinen rübergelaufen sind, stärker gestört haben als die Kälte. Da waren noch viel mehr Insekten gewesen, die über meinen nackten Beinen rübergelaufen sind. Die haben mich so richtig belästigt. Damit alle wissen, dass heute Tag 7 angebrochen ist. Guck mal, ich komme von da unten und ich bin gerade hier hochgelaufen, weil ich die ganzen Beeren, die da unten gewachsen sind, schon alle aufgegessen habe. Und deswegen bin ich hier oben, um hier oben nach noch mehr Beeren zu suchen. Jawohl, hier vorne sind ganz viele dieser Heidelbeeren. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Das ist ein natürliches Antidepressivum. Guck mal hier, ich habe hier ihn hier gefunden. Das ist schon wieder so eine komische Zecke, die versucht, irgendwie Borreliose in mir reinzuspritzen. Den werde ich jetzt entfernen. So, ich habe den hier entfernt, aber hier vorne ist noch eine Zecke, den werde ich auch entfernen. Und hier sehe ich auch eine Zecke. Und ich habe hier vorne auch eine Zecke gefunden. Die werde ich jetzt auch mit meinen Fingern entfernen. Jawohl. Ach ja, ich verchill, glaube ich, den Tag der Runde, so ein bisschen. Weil die Sonne ist voll cool. Ich möchte Bazillen aus meinem Gesicht spritzen, aber ich schaffe es einfach nicht, krank zu werden. Und deswegen kann ich keine Bazillen aus meinem Gesicht spritzen. Heute ist Tag 8, Abreisetag. Und ich fühle mich so dreckig wie eine Kalkablagerung aus dem letzten Abflussrohr. Und ich freue mich später, bin ich zu Hause angekommen, auf die Dusche. Und heute ist Tag 8. Und darauf male ich einen Strich. Ich habe gerade meinen Hoden kontrolliert und da waren zwei Zecken dran, die wollten versuchen, meinen Hoden zu fressen und Borreliose reinzuspritzen. Und deswegen habe ich die sofort mit Kopf entfernt. Ich werde erstmal zur Zivilisation hinlaufen. Das war mein 7 vs. Wild 7 Tage Selbstversuch in einer stark gecutteten Kurzversion. Schaut euch unbedingt meinen Selbstversuch in der kompletten Spielfilmlänge an und teilt mein Video überall weiter.